Ja, Runde 1. Und eine Hand, die wir sehr guten Gewissens halten können, ne? Ja. Besten Gewissens, wie man fast sagen könnte. Ich muss sagen, ich hätte mich so ein bisschen auf Mulligan Entscheidungen gefreut. Oh, Pech. Jetzt kriegt ja auch mal das Luxusland von oben. Ich Ja. weiß es nicht. Aber die hätte ich auch nicht weggemulligant. Ja. Ja, der Plan ist hier wahrscheinlich ziemlich Standard. Hoffentlich können wir einfach so angreifen, aber im Schnitt legt er hier einfach eine Morph. Der wird nie geblockt. Wir könnten uns jetzt überlegen, ob es besser ist, ihn eine Karte abwerfen zu lassen oder seine Morph aus dem Weg zu räumen. Nee, du willst, glaube ich, eher den 2-1er spielen wollen. Genau, ne? Mehr Das Druck. Injury kannst du nächste Runde einfach noch mit dem Chief spielen. Ja, das Land legen finde ich nicht sehr gut, aber einfach aus dem Grund, weil du signalisierst jetzt damit, dass du weißt, wie dein Turn aussieht. Ah, okay. Das, ja, das stimmt, das ist natürlich richtig. Und ja, je nachdem, wie das auf deinen Gegner wirkt, ist es auf jeden Fall ein Indiz mehr, dass du keinen Pumps mehr auf der Hand hast. Oh. Wir sollten nämlich, sollten wir nicht den Chat aufmachen? War das nicht die Direktive? Ich glaube, entweder Chat oder Friedhof. Ach so. Na, dann machen wir den Friedhof. Muss reichen. Also der Gegner hat ein Krokodil abgeworfen. Ein Oh, ist das ein Zombie-Krokodil. Krokodil? Ja. Ich habe jetzt neulich erwähnt, dass ich das gar nicht so schlimm finde, ne? Im Stimmt, Sideboard. ja, du hast Lobhymne drauf gesungen. Also ja, mein Gegner hat das gegen mich gelegt, mal wieder, und ich dachte mir, wenn dieser 0,5er oder 0,6er auf einmal 6 Leben macht, ist schon nicht so angenehm. Jetzt bin ich übrigens gerade wieder sehr froh, dass ich das Indurie nicht gezockt habe. Das wäre eine der Bestrafungskarten gewesen. Ja, aber allerdings glaube ich nicht, dass er eine blaue Karte auf der Hand hatte, denn sonst hätte er sicherlich den Student geblockt. Ah, du meinst, sie hat gerade den Pischner gezogen. Das wäre schon sehr merkwürdig, wenn er den einfach durchlässt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Kann natürlich sein, aber Nee, das ist eine gute. Man sollte ja immer erstmal davon ausgehen, dass der Gegner kein Vollidiot ist. Bis er irgendwas macht, was. Er ist ein Player. Wow, das ist ein. ist ein 6-6er. Das ist ein 6-6er, ja. Sind wir eigentlich relativ froh, dass wir den handeln können. Ja, allerdings noch nicht jetzt. Nee, leider nicht. Und dann stellt sich für mich die Frage, ob wir hier eine Kreatur abwerfen. Was ist die denn? Opfern. Das Land war schon wieder. Oh, Naja, ja. ja, es ist egal. Also Nee, jetzt war's wirklich schlecht. Ich bin immer verwirrt von Doppelländern. die Frage ist dir deine Kreatur 6 Leben wert? Also würdest du den Skull Hunter gegen 6 Leben tauschen? Nee. Okay. Das ist die Frage. Weil Ach wenn du so. sagst, mein Skull Hunter ist mir nicht 6 Leben wert, dann könntest du einfach angreifen. Dann blockt er den Skull Hunter tot und dann könntest du den Cut spielen. Nee, das gefällt mir am wenigsten von allen. Ja, nö, muss ja nicht. War ja nur die Frage, ob das ist. Das heißt, wir zocken jetzt hier einfach den Chief. Ja. Was anderes können wir nicht spielen, oder? Ja, durch meine clevere Ich glaube auch nicht, dass wir den Skull Hunter gezockt hätten. Ja, meine Idee war, rennt man jetzt vielleicht rein, um ihn weiter zu depriven, aber ich bin da auch immer sehr gierig, irgendwie Sachen sofort zu machen. Ist natürlich auch Und leider wert zu sagen, dass wir gerade nur 5 Power sozusagen kriegen mit diesem Injury. Weil der Skull Hunter hat ja jetzt 3. ja. Aber nächste Runde räumen wir ihn einfach ab. Ist denn jetzt die Option zu sagen, man jumpt? Nee, ne? Wenn du jumpst, hättest du auch angreifen können. Es wäre genau der gleiche Effekt gewesen. Ja, nee, dann lassen wir einfach durch. Und es kann sogar sein, dass wir ihn nochmal durchlassen, oder? Weil wenn er jetzt diesen Morph legt, dann ist die Injury plus Skull Hunter, glaube ich, ein besserer Move als nur den Cut zu spielen. Aber so wie es ist, haben wir den Cut vom Cut. Genau, das heißt, wir removen seine Kreatur jetzt sofort. Glaube, das
Beste ist, einfach oh, was soll er machen? Ich glaube, wir greifen einfach an. Ah, mit dem Skullhunter? Oder mit allem? Nee, der Student macht, glaube ich, nichts, ne? Weil der ist nur... der ist nur... Der ist 3, 4, dann wird der... Dann wird der 1, 2... Also die Idee dabei ist, wenn wir das Injury auf den Flayer spielen, dann stirbt er und macht keine 4 Leben. Weil er durch das Injury kleiner wird. Außerdem, wenn wir dabei noch eine Karte von unserem Board verlieren, haben wir die 2 Karten in Friedhof bekommen, die den Cut 2 Beleger machen. Das heißt, wenn wir mit dem Skyhunter und mit dem Chief angreifen, dann blockt er einen Tod und dann würden wir beide Kreaturen. Und er kann noch nicht mal den Chief töten, weil er nur ein paar hat. Ja, das gefällt mir sehr gut. Wenn wir das allerdings davor spielen und er jetzt nichts tötet, dann können wir auch nicht den Cut spielen. Richtig, aber dann fände ich es nicht schlimm, nochmal 6 zu nehmen. Weil dann kann ich noch einen Skullhunter legen. Und nee, der Skullhunter würde jetzt zu Hause bleiben? Dann kann ich sogar einen Morph legen die nächste Runde. Und aber dann kann würde ich jetzt mit dem Skullhunter angreifen oder nicht? Wenn du das da drauf legst? Ja, weil ich ja möchte, dass er blockt. Okay, naja. Die Frage ist, ob der Student angreift? Okay. Wir könnten uns überlegen, mit dem Skullhunter nicht anzugreifen. Nee, aber das ist ja... Ich finde es gut, mit allen anzugreifen hier. Und wenn er blockt, genau, zocken wir das Cut. Und wenn er nicht blockt, haben wir die Wahl. Aber wahrscheinlich spielen wir sogar lieber den Skullhunter. Okay, ne? Einfach... Spielen den Skullhunter. Ich glaube, der Morph ist wichtiger. Den nächste Runde aufzumorphen, gibt uns in dem Race halt die Leben zurück, die wir brauchen. Ja, aber das ist schon ganz schön viel Mana. Dann ja, die 5, die wir haben. Morph sorgt auch dafür, dass dieser Flayer nicht einfach angreifen kann. Was ja, ein kleiner Bonus ist. Ja. Okay, er spielt noch eine Mauer. Und den Pichner. Na gut, das ist eigentlich ganz angenehm, weil jetzt klar, der Skullhunter auf jeden Fall was kein Land ist, glaube ich. Ich glaube, er hat mein Land nicht gegeben. Vielleicht auf jeden Fall die letzte Karte zu klauen. Ist immer ganz genau, das heißt, wir sind sehr inkliniert, jetzt den Skullhunter zu zocken. Genau, dafür müssen wir angreifen. Mit allem. Passiert da irgendwas? Ja, ne? Ja, wenn er den blockt. Mit dem anderen Morph? Ja, dann morphen wir halt um. Ich glaube, das wird nicht passieren. Bleibt irgendwas zu Hause? Vielleicht bleibt der Student zu Hause, für den Fall, dass er doch wieder nur mit den Mauern blockt? Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass er immer nur 2 Schaden nimmt. Und dann will ich, glaube ich... Dann kann ich nicht das machen und den. Dann muss ich nochmal jumpen. Aber du willst so... Achso, du meinst, dass bei nichts stirbt? Allerdings, wenn der Morph einfach den Student blockt... Er weiß ja, dass du den Cut auf der Hand hast. Das kennt er ja. Echt? Den hat er mit dem... Natürlich, ja. Das heißt... Der Morph wird wahrscheinlich nicht den Student blocken. Der Morph ist ja dieser 4-5er, den würde er einfach generell behalten wollen. Ja. Ich glaube, es lohnt sich hier mit allen anzugreifen. Das Problem ist... Dann sind wir schon echt nah dran zu verlieren, ne? Wenn wir den 6-6er töten, kriegt er auch 4 Leben. Ja. Aber er hat dann auch nichts mehr auf dem Board, was... Der Guide, ist der ein Warrior? Der ist ein Warrior, ja. Okay, das heißt, der tauscht mit dem Gletschertypen... So oder so. Blocken willst du mit dem Studien auf jeden Fall nicht. Na, dann musst du auch mit allen angreifen. Ja. Und hoffen, dass er endlich mal was tauscht.
Jetzt könnte man überlegen, ob es sich lohnt, diesen Typen da zu machen. Aber dann geht man auf 14. Das lohnt sich, glaube ich, nicht, ne? Naja, wir können jetzt auf jeden Fall so nicht den Skull Hunter zocken. Ja, aber der Skull Hunter wird nächste Runde noch gut. Wenn man davon ausgeht, dass der 4-5er einfach umgedreht wird, was im Schnitt sein bestes Play sein dürfte, wird er die Handkarte, also er zieht ja auf 2, das heißt, es dürfte relativ unwahrscheinlich sein, dass er beide los wird. Dann müsste er schon irgendwie ein Land 6-Drop machen. Wenn wir hier einfach Cut spielen auf den 6-6er, geht es doch ganz gut, oder? Ja, schön ist es, also ja. Schön ist es nicht, aber das musst du schon vor. Ah, wegen dem einen Schaden, ja. Ja, ich hätte jetzt gedacht, man wartet wieder in seinem, bis in seinem Zug. Macht, glaube ich, wenig Sinn, weil er weiß, dass du den Cut hast. Und bevor er dann noch, keine Ahnung, einen Stroke zieht oder so. Das heißt, wir machen es doch jetzt gleich. Ja. Okay, dann haben wir offiziell einen Schaden verschwendet. Du. Ja, okay. Spielt man jetzt hier das Land noch? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, falls wir noch ein Land ziehen, können wir nächste Runde ummorfen und Hunter spielen. Ja, genau. Ich vermute, er wird einfach angreifen und 5 machen. 5, ah ja, klar. Aber er spielt den linken Flieger. Natürlich unangenehm. In der Tat. No, können wir nichts machen. Okay. Naja, aber können wir nur trotzdem angreifen, ne? Und dann umwerfen. Ja. Also nur mit dem wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich einfach von dem 06er geblockt, was natürlich schade ist, aber. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben es ein bisschen verzockt. Ich wüsste nicht wo. Er hat einfach coole Sachen immer. Er hat schon 366 eingelegt. Ja. Und wir hatten ein Removal, das wir dafür benutzen müssen. Ist nicht so, dass wir da irgendwo viel Druck aufbauen können. Würden wir jetzt den Pischner doppel blocken? Ist es schon soweit? Ja. Ich befürchte schon. Unsere Kreaturen machen ja gegen Mauern einfach nichts. Das verhindert ihn jetzt auch die Handkarte zu spielen, wenn er ummorpht. Ja. Sonst du hätte ich vor guten Measure noch reingetan, aber. Ich glaube, ich will nicht Unterschied. Jetzt haben wir Delph. Jetzt haben wir Dev. Und so viel Damage kriegen wir ja jetzt auch nicht die Runde, ne? Also, der ist ja ganz nett. Ja. Das heißt, man holt sich hier wahrscheinlich. Ja, da muss man sich doch den Skull Hunter holen, oder? Aus Gier. Meinst du, dass der Skull auf der Hand nochmal angebracht wird? Bei der Chief generell ist ja so ein Leben pro Runde. Stimmt, und das ist auch nochmal ein Warrior. Ja. Und Nö, dann spielen wir einfach die beiden. Ja, finde ich besser. der Skull Hunter ist auch ein Warrior, ja. Ich meine, so ein Wingmaid Rock oder Ascendancy oder Core, Oh. das Ganze sieht ganz anders aus hier. Und wie gesagt, im Moment kann er ja auch nicht viel auf den Tisch legen, ne? Da legt sein Land doch einfach als Würde mich das, auch was es nicht ist. wundern, wenn dieser 4-5er einfach zu Hause bleibt, weil
Im Moment kriegt der im Angriff ja auch schon mal gut zurück. Wir sind ja wieder an dem Punkt, wo alles reingeht, ne? Ja. Weil er kann nicht vernünftig blocken, hat uns gezeigt, dass er nichts hat. Wenn der Flair geht, der wahrscheinlich gegen so einen 1-3er abtauscht, ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Ja, weil, also gegen den 1-3er, naja. Weil das bringt uns die Situation, dass wir wieder Sachen von ihm töten können, potenziell. Na gut, wir Remove haben jetzt auch nicht mehr was direkt tötet, sozusagen. Was müssen wir überlegen? Na, weil noch Exile. Stimmt, und naja, noch ein, ja, ein was, was eh nichts tötet von dem, was so groß ist. Ja, doch, kein Leben abgezogen. Okay. Singing Bellstrike, aka known as Soil Vigilance. Ja, das stimmt. Hier wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, das sogar auf den eigenen Typen zu spielen. Boah, das wäre so sick. Ich meine nicht, dass das allerbeste Play ist, aber im Late Game auf die gegnerische Kreatur sowas zu spielen, ja, man sieht, wie man... Oh, wir haben echt krasses Glück. Oh, Toffel, guck mal. Das ist doch schick, ich glaube. Jetzt wir haben jetzt 7, also ich muss so machen, ne, und grün weiß offen lassen. Rein, ja. Und dann will ich noch mal sehen, was er macht. Da unsere beiden Studenten auch noch mal... Die werden jetzt auf einmal sick. Aber wir wollen natürlich jetzt die 06 Mauer abrüsten, ne? Na klar. Das ist so der Plan. Wir müssen leben mit und den Blocker ab. Ja, mein Defiant-Zeug ist echt gut in unserem Deck. Ich glaube, ich habe nicht F6 gedrückt. Das ist aber meine größte Sorge. Kannst du noch mal F3 drücken? F2. Hat er sein Parapet eigentlich schon mal benutzt? Nee. Hab ich dir aber auch schon gesagt. Ah, okay. Ich höre dir auch nicht immer zu, weil ich muss ja spielen nebenbei. So. Ja, bitte. Jetzt kann der bei F6 drücken. Ah, okay. Könntest du noch einen Tab-Land ziehen? Ich habe doch schon Land gespielt. Ah, okay. Ja. Na gut. So, und das sieht doch schon wieder ein bisschen cremig aus hier. Sagte er. Ah, du darfst gleich zerhören. Na gut, ich glaube, unsere Studenten haben ausstudiert. Ja, das stimmt. Das waren Medizinstudenten. Die sind einfach tot umgefallen, nachdem sie fertig sind. Ja, aber sie haben einen guten Job gemacht. Ja. Ich werde ihn jetzt in die reale Welt entlassen. Aber er kann doch immer noch nicht angreifen. Denn, so, die wichtige Frage für uns ist jetzt, tauschen wir? Na klar, rein da. Der ist ja auch eine Liability, ne? Ja, kostet 6 Mana die Runde, aber den Gegner, den Flieger wegzunehmen... Die Frage ist, ob wir mit allem angreifen wollen, dann muss er nicht mal blocken. Finde ich nicht so gut, oder? Dann kann er den hier for free mitnehmen. Blockt den anderen. Ja, nee. Lohnt sich nicht, weil dann haben wir danach weniger Gasolin. Er geht auf 2, wir verlieren eine Kreatur und nächste Runde kommt der gleiche Trade. Ja, oder schlimmer noch, er hat irgendwas. So, den legen wir. Legen den Sumpf noch. Warum nicht? Man hätte vielleicht sogar überlegen können, das zu machen, weil je nachdem wie er blockt, er geht glaube ich entweder auf 1 oder 2. Und dieser Mardu-Typ ist genau so groß, wie er dann Leben hat. Ja, und dann hat er wieder Pech. Aber das ist glaube ich noch so die Möglichkeit, wo man ihn in eine Situation bringt, mit einer guten Karte wieder ins Spiel zu kommen. Ja. Weil jede Kreatur dann genau diese Rechnung kaputt macht. Und jetzt wird es schon sehr schwer gegen diese Sache anzutreten. Ja. Weil selbst wenn er eine gute Kreatur zieht, ist dieser 2-1er nochmal ein 1-1. Aber wir können sagen, es war zwischendurch doch viel knapper, als man sich das wünscht. Ne? Also, wir waren wirklich nur noch dank des Absahn-Games so lange solide im Game. Ja, naja, ist ja nicht umsonst der beste Morph. Aber...
Die interessante Frage jetzt ist, wir haben von ihm viele Mauern gesehen und ein Flieger und sonst nichts. Gibt es da eine Argumentation, irgendwas zu spielen? Also Windstorm zockt man wahrscheinlich nicht einfach so, ne? Er ist ja schon Sultai. Na, welche Karten fallen dir dann auf? Ich überlege, dass Death Toucher natürlich immer sehr gut gehen gegen solche Mauern-Decks. Da wäre jetzt die erste Idee, was man dafür rausnehmen könnte. Ich meine, ja, wir bei uns hat eher das Death Touch. Oh, vielleicht. Vielleicht ist gegen ihn das. Oh, nee, der geht ja auch immer rein. Vielleicht könnte man so, man könnte so einen Typen rausnehmen und den Zombie spielen. Wahrscheinlich auch ohne sich zu schämen. Man könnte sogar sagen, wir sind on the draw, wir müssen nicht bitter rebellieren, wir wollen lieber noch einen Attendant haben. Wobei die natürlich besser zusammen sind. Sag du doch mal was. Ich guck mir an, was du da vermittelst. Ich glaube, wenn ich jetzt... Ach, ja. Wenn ich jetzt ganz alleine wäre, würde ich vielleicht sagen, hey, hier schäme ich mich nicht. Großer Drop gegen großen Drop und der macht im Schnitt mehr gegen sein Deck. Obwohl der ja auch gut ist. Nee, ich find's, ich möchte es jetzt nicht alleine entscheiden. Okay, ich würde Molten Skin, Snake Skin rausnehmen. Ah. Einfach aus dem Grund, weil die Mauern des Gegners mindestens 0,5 sind Ja. und die meisten Kreaturen, auf die es legen kannst, nur 4 Power werden. Ja. Und also die Death Student, die Skull Hunter, die Morphs, die du legst, und gegen Blau hat er auch nochmal Bounce. Ich glaube, die ist nicht so effektiv, einfach aus dem Grund. Ist das vielleicht das Matchup, wo man Rush of Battle zocken will? Ich auch überlegt, aber das macht halt auch wieder nur plus 2. Das heißt, die meisten Mauern können dann immer noch relativ solide blocken. Und wir haben jetzt auch nicht so viele Kreaturen. Also, Naja, aber irgendwie wir legen. schon. Das sind alles Warrior, ne? Alles. Oh, lass das mal spielen. Ja, bitte. Finde ich auch nicht super schlimm. Weil, also mein Gedanke war, er optet immer in so ein langes Game gehen zu können, wo er uns dann mit Fliegern fertig macht. Und da macht ihm so eine Karte einfach unfassbaren Strich durch die Rechnung. Das ist hier nicht so die krasseste Premium-Hand. Allerdings muss ich dir sagen, die Chance, dass wir eine schwarze Quelle ziehen, nicht so gering. Würdest du das halten? Würdest du das denn halten? So, mein erster Impuls war ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, denke ich immer, sobald ich ein Doppelland habe, ich bin 100% gefixt. Witzigerweise war mein erster Impuls nein. Ja, und es kann auch gut sein, dass es richtig ist. Weil, Weil der Deck so gut ist und wir nicht eine schlechte Hand halten müssen. ja. Aber auch weil die, na gut, die Revelation ist schon relativ gut, wenn man sie auch später spielt, aber die Injury zum Beispiel will man schon mal in der Zeit spielen, wo man sie kann. Das heißt, selbst wenn man den Swamp in Turn 4 spielt, ist sie vielleicht manchmal einfach nicht gut genug. Ach ja, es tut mir nicht so weh zum Die Anlegen. Hackblade ist auch keine Karte, die jetzt super solide ist, wenn man keinen Swamp hat. Genau, das kommt halt dazu, nur wenn man sie spielen kann. Aber das müssen wir halten wahrscheinlich, ne? Ja, also wenn die Hackblade zum Beispiel einen 2-Drop gewesen wäre, so ein Student, Oh, wir sind echt so krasse Glück, ne? wäre glaube ich das eher ein Keep gewesen. Na, Glück mal wird's, wenn wir jetzt einen Skull Hunter ziehen, ja. Du willst sie einfach rausballern? Den Skull Hunter? Glaube ich nicht. Was soll Nee, der denn ne? machen? Gegen die Mauer laufen? Ja, der macht ja später lieber noch Value, ne? Ja, du legst jetzt glaube ich 3 Morph und dann ziemlich sicher Angriff. Man spielt hier doch immer den 5-Power-Typen, oder? Also den... Ja. Weil, also ist, glaube ich, so machen die meisten Leute so immer erstmal die Schimmelmorph spielen, wenn der Gegner irgendwie eine Injury hat oder irgendwie fighten will. Oder aus irgendeinem Grund ihren Remove, dann hat man die gute Morph noch auf der Hand. Ja. Und das ist ja schon erstmal der Impuls, wenn man die Möglichkeit hat, eine Morph billig abzurüsten, die später ein Problem wird, dann macht man das natürlich. Das heißt aber auch, dass wir hier nicht blocken, ne? Ja, das ist korrekt. Wir wollen ja den Skull Hunter machen. Ist das ein Pet? Also das muss das P sein. Nee. Hat noch keinen Damage gemacht. Okay.
aber mit zwei Ländern wird es schwer zu verlieren, aber... Ja, das ist immer so ein Problem, da wünsche ich mir immer 18 Länder zu spielen. Oder 38. Oder 38. So. Kann er nicht blocken. Wirklich nicht? Ist natürlich sehr mana uneffizient, ne? Wir spielen trotzdem mit Skull Hunter. Oder einfach nicht? Ich glaube, durch den Mingmak Rock haben wir einen besseren Turn 5. Genau, wenn wir nämlich das Land ziehen, können wir den auch einfach opfern. Das heißt, Absengard aufmaufen ist nicht unsere Priorität. Wir wollen auch nichts Atta enden. Ja, ja. Und der sorgt zumindest dafür, dass wir nächste Runde angreifen können. Genau, wenn wir das wollen, kriegen wir die. Und selbst wenn wir kein Land ziehen, würde ich mit dem immer angreifen, weil der Hortmate ja noch sehr timely auf unserer Hand ist. Schön. Danke, NSV. Singing Bellstrike. Ja, Bellstrike in einem Control-Deck ist meistens nicht das, was man haben will. Nee. Max Schulze hat das mal sehr schön gesagt. Das ist eine Karte, die deren einziger Nutzen ist es, irgendwie einen 2-Drop ruhig zu stellen für eine Weile, bis er nicht mehr relevant ist. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Oh. Naja, wir spielen hier immer den Rock, oder? Den können wir dann auch trotzdem noch wiederholen. Ja, ja, ja. Und vielleicht blockt er also im Grund nicht. Oder blockt halt nur mit dem Parapet. Ich glaube, wir fahren hier die Rock'n'Roll-Taktik. Oh, er kennt einfach nichts. Na doch, er kennt was. Also, ja. Das hier zum Beispiel ist der Grund. Okay, er hat den Hortmage gesehen. Mate gesehen, vielleicht will er nicht, dass er wiederkommt. Das könnte die Intention sein, aber es gibt nicht sehr viele Sprüche, die... Ah, es gibt Throttle. Okay, das wäre eigentlich ganz geil. Ja, Throttle wäre kein schlechter Move. Insofern finde ich Blau mit der Mauer auch gut. Weil den 4-5er... Genau, man, wie gesagt, er geht nicht davon aus, dass wir ein Trottel sind und einfach so Jump attacken. Das heißt, er blockt lieber mit der Mauer, wo sein Verlust geringer ist, wenn wir doch irgendwas Tolles machen wollen. Normalerweise sind die Payoffs der Absam-Raid-Karten auch nicht sehr gut. Also, ja. Du kriegst so einen Token oder was. Das Einzige, was jetzt natürlich böse ist, der Wingmate Rock. Ja. Da muss man auch schon mal in den bitteren Apfel werfen. Ja, der ist echt äußerst bitter. Und das ist schon wieder die Situation, wo diese Revelation echt nicht so das ist, was man gerade machen will. GG, my friend. Gegen Wingmate Rock ist die mit der Revelation nicht so gut. Nein, ich rede jetzt von der Situation, dass man aus irgendeinem Grund Turn 5 under pressure ist. Super behind, weil der Gegner Mythics liegt. Schon klar. Ja, es hat natürlich auch mit einem gewissen Glücksfaktor zu tun. Hättest du irgendeinen anderen 5 draufgelegt, wäre seine Situation für die Revelation einfach perfekt gewesen, aber... Mann, sei mal nicht so jetzt. Was greift denn jetzt hier alles an? Was hat er jetzt? 4 Handkarten? Na, ich glaube, unser Hotmate will auch mitspielen. Ich denke, dass er nämlich einfach alles angreifen kann. Wenn der 4-5er den Morph blockt, dann können wir die einfach uptrainen lassen. Ja. Also, klar. Maximales Leben. Wenn der 4-5er den 2-1er blockt und der Morph von dem Morph geblockt wird, können wir auch ummorphen. Und in allen anderen Fällen kriegt er, glaube ich, eine Menge Schaden und wir holen uns alles wieder. Atterend ist einfach so eine schöne Karte, wo man sich denkt, naja, who cares, was er macht. Ja, naja, klar, es ist keine schlechte Situation jetzt. Aber wir müssen hier, glaube ich, nicht viel diskutieren, aber man will ja auch angreifen in dem Punkt, wo der Gegner gerade Karten gezogen hat, um ihn dafür zu bestrafen. Und lieber ein bisschen eine verschleißerische Schiene fahren. Oh. Monocolored Creature. Na gut. Schade, dass der Vogel übrigens nicht 2 oder weniger kostet, sonst könnte man ihn wiederholen. Oh, ja. Glaubst du, das wäre ein fairer 3-Drop? So ein Wingmate Rock, der einfach nur 2-1 ist? Ich glaube, der müsste auch schon Rare-Status haben. Ja, ja, nee, meine ich ja. Aber glaubst du, das wäre wahrscheinlich schlechter als der Wingmate, wie er ist? Wenn er genau das gleiche macht?
Wenn er genau das gleiche macht, bloß halt 2-1 statt 3-4. Ne, ich würde sagen, dass, dass der 2-1er besser ist. Okay. Weil er viel, viel schöner in die Kurve passt. Na, diese Effizienz, ja. Also, wenn du 2-Drop into 4 Powerflieger mit Lifegain machst. Wobei natürlich ein 2-1-Flieger immer leichter zu besiegen ist. Oder dafür hast du ja 2. Ja. Was ist hier eigentlich der Move? Weil ich... es bringt ja jetzt gar nicht so viel, den zu enttappen. Also enttappen und angreifen ist, glaube ich, nicht der Plan. Nee. Wir wollen Druck aufrechterhalten. Ja. Das heißt, es könnte sein, dass man einfach nur den Absam-Guide legen will, als das, was er ist. Was ein bisschen doof ist, weil der rennt natürlich all day long gegen diesen Parapet. Oder man überlegt sich, die Bitter Revelation zu zocken, aber dann nee, nimmt man ja auch kein Land im Schnitt. Wir haben noch kein Land gelegt, aber wir würden auch kein Land legen, ne? Ja, also nicht, wenn wir das ziehen, was wir ziehen wollen. Ja, ich meine, der Absam-Guide macht halt auch viel Leben die Runde. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Ja, das halte ich gerade für... Die Phase greifen wir vorher noch an, ja, ne? Ja. Und Absam-Guide eröffnet für nächste Runde vielleicht sogar bessere Plays, wenn wir die Revelation spielen und den Strike finden oder diesen Typen der Warriors pumpt. Weil damit wird er dann auf einmal doch 5 Power, wie davor auch. Genau, stimmt. Ach ja, die Upside Ascendancy könnten wir auch noch finden. Mit Land dazu, ja. Ja. Nein, was davon müssen wir natural ziehen. Okay. Ja, also der Gegner hat anscheinend ganz gut Removal gepackt. Na, da ist Wingway Drop natürlich ein bisschen unglücklich für ihn. Aber jetzt ist auf jeden Fall Revelation Time, ne? Ja. Ja, perfekt. So könnten wir noch den Hellblade legen und ein schwarzes offenhalten. Oder einfach diesen aufgebrochen. Das heißt, wir könnten den... Das ist echt interessant. Ja, ich finde aber Morph abräumen gerade sehr gut, weil der, wenn er gut ist, uns dazu zwingt, das Utter End zu nehmen. Und wenn es ja nur 6er ist, wir einfach Infinite Pech haben. Du hast schon ein Hateblade auf der Hand und noch einen in diesem Pile. Auch wenn es ein 3-4 Flieger ist? Das ist schon richtig, wenn es ein 3-4 Flieger ist. Das heißt aber, alles andere ist besser, ne, für uns? Na, zum Beispiel, wenn man hier Kombination aus Hateblade und Chief nehmen würde, dann hätten wir 4 Power auf dem Board, die er mindestens immer mit einer Kreatur abtauschen muss, die jetzt nicht dieses komische Tower-Vieh ist. Ja, ach komm, wir nehmen die beiden. Fällt mir auch besser. Weil ich denke auch noch gerade an die Karte, die wir reingebordet haben, die uns Leben gibt und unsere Warriors belohnt. Ja, okay. Und das stimmt schon. Also der Boden ist natürlich dann damit äußerst zugepflastert. Das heißt, man zockt jetzt hier aber trotzdem ein Hateblade, oder? Weil man doch gerne blocken will, wenn es geht? Ja. Finde ich gut. Und, da müssen wir auch den Angriff nicht mehr faken, weil er blockt sowieso. Der Hateblade ist ja gar nochmal ein Removal mit dem Hortmate. Ja, das stimmt. Das ist auch gerade... Ah, wir haben noch nichts im Friedhof. Oh, wir hätten auch Glück haben können, ne? Ja, finde ich nicht gut. Nee. Glück ist überwältigt. Okay, ärgert sich leider, wenn wir jetzt schon wieder anfangen, uns mit unserer Zeit ein bisschen anzustrengen. Hier wird einfach geblockt, ne? Ja. Sagt ihr auf 7 Minuten. Naja, das ist Game 2. Wenn wir jetzt aus irgendeinem mir noch nicht bekannten Grund verlieren sollten. Ich plane nicht damit. Okay, das ist schön. Ich mag deinen Optimismus. Oh, es war einfach das P. Heißt es eigentlich wirklich P? Ist es auch wieder so ein französisches Ding, wo das T nicht ausgesprochen wird? Nein, das ist bloß so ein... Wie, weil Leute gedacht haben, es heißt auch Para-P. Heißt es aber nicht. Aber es ist schön, wenn man alles mit ET das heißt einfach... Das Parapet? Parapet, ja. Okay. Du hast gedacht, das heißt Parapet? Das hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Oh nein, du musst deinen Vogel opfern. Oh, ich meine, er hat aber auch echt einfach alles.
Ja, wir sind halt aber auch krasse Glückner. Jetzt gibt es den Chief in Charge. Und den aber trotzdem noch nicht, ne? Der muss noch Arbeit verrichten. Ja, man könnte überlegen, ob man jetzt überhaupt den Hellblade zocken will. Nee, will man auf jeden Fall. Nein, man könnte ja auch das Tempo mit ihm und End of Turn Utter End auf seinen 5-6 drauf spielen. Um dann nächste Ah. Runde Skyhunter und Horde Mate machen zu können. Ist die Frage, ob das zwei Schaden wert sind. Es kann aber auch sein, dass sein 5 bis 6 drauf einfach irrelevant ist. Nee, es ist... Andererseits, wenn er halt Morph legt, will man es wahrscheinlich nicht machen. Ja, und ich will die Chance haben, auf jeden Fall angreifen zu können. Ja, also wenn dir der Angriff wichtig ist, dann macht Hellblade auf jeden Fall Sinn. Meine Intuition hätte gesagt, ich würde lieber das Outland offen halten. Vielleicht macht er irgendwie 6-Drop und großen Flieger. Ja, na klar. Aber dann ist es auch nicht, also klar, dann ist es ein bisschen effizienter. Aber das ist, dieser 5-4-5 Flieger ist genau das, was man abrüsten will. Mit dem Utter End. Okay, er ist anscheinend MGB der Gierhals. Und in solchen Situationen diesen Parapet abzuräumen, ist auch nicht so das Schlimmste, weil der verhindert ja jetzt jede Runde auch 3 Schaden. Ja. So wie es ist, ja mein Gott, machen wir halt immer noch, wir bringen ja nächste Runde absurde 10 Power aufs Board. Mit den beiden Kreaturen. Genau, wir haben jetzt 7 Mana. Ich glaube, wir machen einfach Doppel Hunter. Okay, ist fair. Ja, genau. Oh, er scheint gute Karten zu haben. Okay. Krass. Da muss er noch bessere Karten haben. Da gucken wir doch mal lieber. Ja, das sind auch eine leckeren Moves. Krass, wir sind die beiden krassen. Was muss er denn da Absurdes noch zocken jetzt? Dieses Ding, was minus 2 auf alles gibt. Oder er ist doch gieriger, als wir alle dachten. Das da hat's jetzt schon ein bisschen blöd geguckt, oder? Minus 2 auf alles, Death ja. Frenzy? Ja, dann hätte ich über dich geschimpft. Über mich? Ja, natürlich über dich. Was habe ich denn damit zu tun? Na, du hast gesagt, es gibt keine Chance, dass wir es jemals verlieren. Ach so, ja. Na gut. Weg damit. Mit Jetzt. dem, ne? Was machen wir dann? Eine Menge Damage? 3, 3 und 2, also 8. Stirbt der? Der überlebt? Haben wir 4 Kreaturen? Klar, weg damit. Was greift denn jetzt alles an? Alles. Das heißt, wir opfern den Chief? Geht auf 1. Ja. Okay, aber dann ballern wir auch noch diesen Clown da hinterher, ne? Na klar. Wenn jetzt wirklich dieses minus 2 hat, wird ein bisschen unangenehm. Aber dann sehen wir auch mal die schnelle Seite von dem Spiel. Das stimmt. Ansonsten würden zwei Kreaturen würden auch nicht reichen, ja. Ja, er braucht ja 3. Ja, wir haben ja 3. Oh, Oh, okay. der Glückner. Das ist ja spannend. Wie viel machen wir jetzt? Er kriegt 5 Leben und wir machen 3 Schaden. Na, da muss wahrscheinlich nur dieser 1-1er da rein. Ja. Wohl auch witzig, mit dem wird er bestimmt. Ja, das könnte eine Situation sein, in der angenehm gut ist. Oh. Achso, ja, wir haben noch 5 Leben bekommen. Ja. Ich hoffe, wir gewinnen jetzt noch. Sonst bin ich ganz traurig. Ich glaube, da musst du ja tatsächlich spielen. Ich habe immer noch keinen Zweifel daran. Zieh doch mal diese Ascendancy.
Wird sie zocken, ja. Was macht er jetzt für 2? Boah, ist das nochmal der Drop? Ja. So, du hast also immer noch keinen Zweifel, ja? Ich beginne langsam etwas. Es kann nur der angreifen, ne? Warte mal, achso, er kann ja auch viel Leben machen, ne? Er muss halt den opfern. Dann blockt er den, den und den. Ja. Ne, brauchst du nicht. Scheiße, ey. Lohnt es sich hier schon aufzugeben? Nö, das sind 4,5 Minuten. Drück erstmal 6. Okay. Das heißt, der versucht wieder anzugreifen? Ja. Koppel ist wegen Dorf schon relativ cool. Solange du jetzt nicht effektiv Zeit verschwendest. Sollte ich da noch nicht zulaufen. So klickt Death Touch at 6. Dann soll er halt opfern oder nicht opfern. Beziehungsweise den sterben lassen und nicht sterben lassen. Im Moment würde ich nur die Situation sehen, dass unser Gegner mehr Zeit verliert als wir. Es wird erst dann knapp, wenn du den Punkt erreichst, wo dein drittes Spiel in Gefahr wird. Ne? Also wenn du sagst, okay, mit 4,5 Minuten schaffe ich das dritte Spiel noch, aber mit 3,5 wird es knapp. Da ist ja egal, ob der Gegner 8 oder 5 Minuten hat. Ne, die Frage ist, wie schnell du das dritte Spiel schaffst. Nee, das wollen wir also den Zuschauern ja nicht geben, dass wir durch meine Ungeschicklichkeit verlieren. Das wäre schon ein bisschen schade. Also, wenn immer du aufstehen willst, kannst du nicht aufstehen. Ja, komm, ich stehe jetzt auf. Hast du schon eine 6 gedrückt? Ja. So, jetzt ist alles wieder da, wo es sein soll. Toffel an der Maus, Kompetenz in Reihenform. Mann, siehst ja wieder nur Länder. Monopech. 100% Länder, ja. Aber ich glaube, das Spiel ist auch relativ schnell vorbei einfach. Das stimmt, ja. Die Fledermaus. Keine Ahnung, ob man den auch morphs, aber der stirbt irgendwie auch nur am Fiend. Na gut, da wären das vielleicht die 2 Leben gewesen. Er hat so ein Vieh auf der Hand im Spiel, was im Moment gerade 12 Leben hat. Ich glaube, also dann, was jetzt noch kommen müsste, wäre irgendwie so ein Ascendancy oder so. Da sehe ich noch vielleicht was. Und nächste Runde sind wir auch schon tot. Guck mal, das Gute ist, sein Friedhof ist fast alle. Und sein Deck ist vor allen Dingen fast alle, ne? Ja, wir können doch gar nicht mehr verlieren. Was macht der jetzt? Ah ja, opfert den für Leben. Doppelleben. Na, um wieder Fuel zu haben. Ja. Ach. Nee, die Sonne noch nicht. Du bist ja jetzt die... Oh. Genau, exiliert. Erfordert er den lieber oder macht er lieber... Er macht lieber noch was kaputt, ne? Ist wahrscheinlich besser. Er kann, glaube ich, beides machen, oder? Ja, zerstört den. Ah, okay. Ich meine, wenn wir es auch schaffen, jetzt diesen Scavenger irgendwie umzunieten, dann muss er ja auch erstmal mit 6 Karten gewinnen. Ja, das stimmt. Und das ist uns gar nicht so schwer, ne, den umzunieten, Toffel. Das ist sogar... Wir haben noch eine Injury. Genau. Und das war's. Ja, aber selbst mit einer Absent Ascendancy. Aber das ist doch das, was uns wahrscheinlich sogar noch das Spiel gewinnen könnte. Ascendancy bringt noch nicht so viel, weil dafür müssen Kreaturen sterben. Ja, die sterben schon. Kriegen auch erstmal Marken. Aber du hast recht, er verschwendet gerade mehr Zeit als wir. Also er hat uns schon fast eingeholt, obwohl er 4 Minuten vorne war oder noch mehr. Vielleicht ist das unsere Geheimwaffe, auf einmal schnell spielen. Damit rechnet er nicht. Nee, damit rechnet er nie.
Ja, er verzichtet auf das Leben und macht was Gutes kaputt. Wahrscheinlich die Fledermaus. Ich glaube, für seinen Plan dürfte auch hier die Fledermaus kaputt machen. Das ist ein Zug, den er schneller kriegt. Im Gegensatz dazu könnte er mehr Leben kriegen und dann den abrüsten, aber... Na, das macht er gerade nichts. Nicht sein Konzern. Morph, kennen wir den? Ja, ist der 4-5er, ne? Hm. Hat den wahrscheinlich, der nur 6er ist noch im Deck bei ihm, ne? Hm. Dann kann es auch der sein. Aber wir gehen natürlich vom Worst Case aus. Wenn wir jetzt hier dieses Ding ziehen, was für Humans Leben macht? The Warriors, ja. Ah, für Warriors, ja. Da haben wir auch nochmal einen Zug. Ich glaube, es wäre gut gewesen, vorhin, als wir den Cut gezogen haben, habe ich schon noch so gedacht, ey, jetzt sollte man eigentlich umdrehen. Und hat es den schon gecastet. Und dann wäre der gestorben. Ja, aber das wollen wir ja. Ja, ob nur die Fledermaus stirbt oder der. Das ist relativ egal. Naja, Zug ist ein Zug. Na? Oh, Modo Pech. Das wäre echt ärgerlich. Naja. Haben wir doch noch ein drittes Spiel. Ist auch schön. Ja, mit ähnlicher Clock. Jetzt will ich mal sehen, was wir noch hätten machen können. Student, Länder. Ja, Injury wäre noch was gewesen. Sinzi macht, glaube ich, nichts. Core macht auch nichts. Rush of Battles. Hm. Ah, so. Er hat echt viele Flieger. Was hat der? Ein 3-3 Flieger? Genau, ein 4-5 Flieger. Noch ein 4-5 Flieger. Hat der und ein 3-4 Flieger. Also all seine Fettis sind Flieger. Hat er drei? Was war denn der andere? Achso, der Necropolis Fiend. Ja. Okay. Also gerade für den und wenn wir haben Flieger gesehen, 4 Stück. Ich glaube, das lohnt sich schon da, das alles reinzuballern. Also diesen Windstorm. Wollen wir denn on the play oder on the draw sein? Oh, das ist auch so eine schwierige Frage. Ich glaube, wir können einfach hier so ein Fledermäuschen rausnehmen und dafür so ein Windstorm. Ja, ich glaube, dass man immer noch on the play bleiben will. Weil dann soll er mal anfangen, hier seine Karten zu ziehen mit Revelation. Aber wenn wir on the play sein wollen, ist vielleicht die Fledermaus nicht so die schlimmste. Ja, ich würde die auch nicht rausnehmen, ehrlich gesagt. Was würdest du dann rausnehmen? Vielleicht doch einfach einen so ein Bondkin? Schwer. Die Revelation will man drin lassen on the play. Vielleicht machen die Students zu wenig, weil sie keine Warriors sind. Und gegen die ganzen Mauern auch schlecht aufgestellt sind. Vielleicht kann man einen rausnehmen. Bounce hat er nicht gezeigt, ne? Nee, nur Tap. Aber er hat ja immerhin zwei von diesen nervigen Mauern. Er hat auch zweimal Doppelopfer. Daran muss man auch denken. Ja. Ja, also ich würde so eine Swifting würde ich glaube ich zocken. Und dafür sonst du noch ausnehmen. Ja. Und aber nicht so weit gehen und den Snake Skin zocken. 14 Kreaturen. Ja. Ja. Okay. Und du willst anfangen. Ja. Es ist halt so Toilette gehastet. Legen wir hier einen Ripper, damit wir zweite Runde Hunter legen können? Oh, das ist ja, na klar. Das ist schon... das ist doch genau das, wie wir anfangen wollen. Das ist schon eine echt schnelle Hand hier so. Im Sinne. Oh, nice. Oh, ich dachte schon, ich hätte übersprungen. Weil du... Na, dieses... Wenn du es reinmachen willst, wenn du dich damit wohler fühlst, mach's rein. Den Stopp hier? Nee. Ja, Beginn Combat ist das, ne? Ja, den hast du rausgenommen, ne? Ja. Oh, ärgerlich. Wir wollen jetzt eh Student und Land legen. Also Tabland. Da brauchen wir auch nicht. Na, das geht sich ja immer sehr gut aus mit so einem Student. Und jetzt sieht's schon mal nicht ganz geil aus, ne? So drei Kreaturen, der Morph wird abgerüstet. Sag mir den Strike. Ja. Ach so. Ja, ne, wir greifen einfach an, ne? Ich würde den Strike jetzt auch noch nicht zocken. Genau, wir gehen mal davon aus, dass es nicht der 06er ist. Gleich ist doch da, ja.
Nee, genau, bringt jetzt eigentlich nichts. Ich glaube, der Strike ist noch besser in späteren Situationen. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt noch ein Morph kommt. Larven. Tauschen wir halt mit dem 2-1er. Sollte okay sein, ne? Ja, wenn er da blocken muss, ist eigentlich schon ganz geil. Und den legen wir auch einfach so hin. Na klar. Kein Grund, Mana auszugeben, wo man es nicht ausgeben muss. Den schlägt ja sowieso gerade nichts aufs Board. Also. Krass. Kein Singing Bell Strike. Okay. 6. Naja, ne? Er ist defined. Naja, dann zockt man trotzdem nicht erstmal. Ja, ne, jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, hätte man eigentlich jetzt noch spielen können. Ist egal, aber trotzdem. Ist interessant, ob das besser gewesen wäre, den als Morph zu spielen, gegen den Strike, weil wir nächste Runde nichts zu tun haben, als den umzumorphen. Höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ja. Siehste, keine Panik. Na, alles ganz locker, ne? Don't panic. Aber er hat eigentlich sonst so mein Lieblingsdeck gespielt, muss ich zugeben. Deswegen habe ich auch mit ihm sympathisiert. Oh nein, wir müssen konvertieren. Panik, Panik, bis gleich.